Hallo liebe Imkerinnen und Imker und Freunde der Imkerei. Das Thema heute: bienenfreundliche Hausgärten, vorgetragen von Klaus Becker, Bienenfachwart des Landesverbandes Bayerischer Imker. Ja, vor etlichen Jahren, als ich noch bei Schaeffler arbeitete, wurde ich zum Promotor für die KVP-Vorträge ausgebildet und nutzte das bis heute und nutze das gerne bis heute. KVP heißt kontinuierliche Verbesserungsvorschläge. Hier geht es um die Bestäubungsleistung der Bienen, wozu auch die Hausgärten zu nutzen sind. Bienenfreundliche Hausgärten mit Anfängerkurs für Imkern auf Probe. So wollen wir anfangen damit. Wer ist eigentlich der Gründer des Imkervereins Herzogenaurach? Es war damals unser Vereinsgründer, Sanitätsrat und Bahnarzt Dr. Med. Hans Walter, der am 8. April 1864, also vor mehr als 150 Jahren, geboren wurde und hier die Imkerei wie auch viele andere Sachen voranbrachte. Gerne gedenken wir seiner. Er gründete am 22.07.1891 den Verein als Geflügel- und Bienenzuchtverein, was in der Chronik und in Festschriften nachzulesen ist. Nicht nur wir Imker, sondern ganz Herzogenaurach ist ihm aus meiner Sicht zu Dank verpflichtet, was immer wieder so leicht vergessen wird. Schaue ich um unseren Garten, dann freue ich mich, dass die Frau wirklich viele, viele bienenfreundliche Pflanzen dort blühen lässt und die Natur uns hilft mit Regen und Sonnenschein, dass die Bienen dort Nahrung finden können. Hier habe ich ein altes Speichenrad, das mir Freunde in Weißrussland geschenkt haben. Ich nutze es immer, um ein bisschen daran herumzudrehen. In die eine Richtung geht es, in die Vergangenheit, wovon ich eben hier erzähle. In die andere Richtung, wenn man es anders herumdreht, dann kann man ein bisschen ahnen, was die Zukunft uns bringen wird. Aber das ist nicht immer für alle Ohren bestimmt. Das lasse ich manchmal im Geheimen und drehe daran, um zu überlegen, womit ich weitermachen kann. Das Rad der Geschichte und die Schwertlilien bzw. die Iris im Hausgarten von Christel und Klaus mögen helfen, dass die Bienen und die Menschen eine Freude haben. Ganz früh im Frühjahr ist die Freude groß, wenn überall die Weidenkätzchen anfangen zu blühen. Die Bienenweidenkätzchen, die warten auf die Bienen und man ist erschrocken. Plötzlich findet man draußen die Gärtner, die daran sind, die Bienen, die Weiden auf Stock zu schneiden, was dem Imker das Herz bluten lässt. Früher wurden alle radikal plötzlich auf Stock geschnitten, was für die Zukunft gut sein soll, aber wehtut. Inzwischen hat man sich geeinigt, dass nur immer alle paar Jahre ein Drittel auf Stock geschnitten wird und für die Zukunft gut sein soll. Hoffen wir, dass das stimmt. Wenn die Bienen leiden, weil die Kätzchen fehlen, dann gehe ich gerne zu den abgeschnittenen Bäumen und schneide mir Äste zurück,
um die Weidenkätzchen in einem feuchten Sand die Äste einzulagern und zu hoffen, dass sie dort Wurzeln ziehen. Und mit diesen wurzelgezogenen Kätzchen vermehre ich die Weidenkätzchen und pflanze die an einer feuchten Stelle wieder ein, dass da neue Büsche wachsen mögen. In unserem Garten wachsen Iris oder Schwertlilien und viele, viele andere Sachen, die uns helfen mögen, den Bienen ein Nektar zu bringen. Hier wie zum Beispiel die Malvenblüten, die Pollen und Nektar spenden und die gerne von den Bienen besucht werden. Wenn man den Platz hat, gibt es auch günstige Bäume und Pflanzenbücher zu kaufen, zum Beispiel bei www.dieforstpflanze.de, wo man Rubinien, Scheinakazien in unterschiedlichen Größen kaufen kann oder auch die Esskastanie, Eichen, Buchen und alles gibt es dort zu pflanzen. Man muss sich nur in den Angeboten umschauen, was man braucht. Man kann auch weiter suchen in einer Bienenfreunde-App. In einer Bienenfreunde-App wird beschrieben, welche Pflanzen wann blühen und wo genutzt werden können, um den Imkern zu helfen, um nicht nur den Imkern, sondern vielmehr ihren Bienen, den Schmetterlingen, den vielen Insekten, die für die Natur notwendig sind, zu helfen, wobei ich auch an Libellen und sonstige Tiere denke. In allen möglichen Fachzeitschriften, zum Beispiel Kraut und Rüben, wird berichtet, was man alles machen kann als Hausbesitzer und Gartenbesitzer, wie man da weiterkommen könnte und welche Blumen dafür geeignet sind. Leute, die Angebote sind wirklich groß. In unserem Garten steht im Frühjahr oft eine Bienenbeute, damit viele Bienen helfen, die Blütenbestäubung zu sichern. Das muss kein extrem starkes Volk sein, aber ich freue mich und habe schon über Jahre gemerkt, dass das eine wichtige Sache ist und gerade Probeimker können so in ihrem eigenen Garten anfangen mit der Imkerei und ein Volk dahinstellen. Das geht ganz ohne Schwierigkeiten. Bienen werden gebraucht zur Blütenbestäubung. Wir starten mit Imkern auf Probe jedes Jahr wieder neu in Bruck oder in Herzogenaurach am dem Zeitlerhaus. Danke an Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, für Ihre Aufmerksamkeit. Treffen wir uns schon bald bei den Bienen in Ihrem Garten oder in Bruck oder beim Zeitlerhaus oder an einem anderen Bienenstand. Ich freue mich, Ihnen hier ein bisschen was über die Bienen erzählt zu haben. Dankeschön und alles Gute mit den Bienen wünscht Ihnen Klaus Becker.